Und drei. Mein Name ist Michael Brill, ich bin Geschäftsführer von D-Live und das ist die Fläche, auf der wir den D-Live Open Air Park entwickeln werden. Auf dieser Fläche wird bereits schon am 22. Juli Ed Sheeran auftreten und in Zukunft, so hoffen wir, viele weitere große Künstler. Die Fläche ist im Prinzip schon spielfertig vorbereitet. Es gibt an den Seitenflächen noch einige Veränderungen, die wir vornehmen wollen und sind dann innerhalb kürzester Zeit bereit, hier die große Veranstaltung durchzuführen.